Jo und herzlich willkommen zu Teil, ich glaube, 114. Ich weiß nicht, ob ich es mir jetzt richtig gemerkt habe. Des Let's Plays GTA San Andreas mit Weakling-Praktikant Tommy. Ja, und ich muss mich auf jeden Fall erstmal entschuldigen, dass es im Moment ewig dauert, bis hier irgendwie was passiert. Also, ich weiß nicht, es ist jetzt, glaube ich, ein Vierteljahr oder so kein Teil mehr rausgekommen. Ich fühle mich auch gerade noch etwas irritiert, weil ich habe unmittelbar davor noch GTA 4 aufgenommen. Aber wir kriegen das hin. Es wird jetzt weitergehen. Und ich hoffe, dass es jetzt auch regelmäßiger weitergeht. Es war einfach zu viel los in letzter Zeit. Sehr viel Arbeit, sehr viel privates Gedöns und da sind leider viele Sachen auf der Strecke geblieben. Aber ich werde mich bemühen, soweit es irgendwie geht, hier weiterzumachen. Müssen wir mal gerade einen Überblick verschaffen. Ah doch, wir haben hier eigentlich noch ganz gut Munition. Die Weste fehlt. Wenn ich mich richtig erinnere, war, glaube ich, der letzte Teil nicht sonderlich erfolgreich. Moment. Umschalt auswählen. Das ist jetzt wieder andersrum. Wow. Bei GTA 4 kaufe ich die Sachen mit Eingabe. Hier komme ich mit Eingabe zurück. Aber auch das kriegen wir hin. Auch das kriegen wir hin. So, ein Blick auf die Map wird uns hoffentlich verraten, wo wir hin müssen, können, dürfen. Oh, das nervt natürlich hier dieses Gebiet. Und ansonsten haben wir da viele Vagos-Gebiete. Ja, fahren wir mal hoch. Wow, oh Mann. Ey, was soll ich sagen? Ich habe mich so viel über das Fahren in GTA 4 aufgeregt, aber jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich da einigermaßen drin bin. Jetzt ist hier wieder alles anders. Das fühlt sich einfach komplett vollkommen anders an. Oh, die Meat Factory in Las Venturas, das ist doch ewig her, dass die darüber noch berichten. Oh Gott. Ah, Moment. Gang, 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 gang. Hey, you need to kick your barber's ass. Yeah, you think CJ a bitch, huh? Geh, we gonna roll, geh, homie, or what? Geh, geh. Let's roll. You bumped into me, homie? Die Vierlingsgang. So, dann kommt mal mit, Leute. Wir suchen uns ein paar Balles. Hoffe ich. Hey, move before Bala moves you. Hallo, Lady. Oh yeah, what? Come on, stay close. Come on. What you do is waiting for? Hm. Ach. Ich habe mich gerade gefragt, warum ist das hier offen? Aber dann. What you waiting for? Dann erinnerte ich mich, dass wir daran nicht ganz unbeteiligt waren. Wo, wo, wo? Mehr davon bitte? Nee, das war nur einer. Einer bringt irgendwie gar nichts. Oh nein, falsche Taste. Oh Gott! So, danke Leute. Das war sehr freundlich. Aber das hilft alles noch nichts.
Wir sind immer noch weit vom Gangkrieg entfernt. Ich würde ja den Stern gerne noch loswerden. Unser Viertel wird angegriffen, alles klar. Das heißt, wir brauchen ein Auto. Ach man, es geht mir leider echt auf den Zeiger, muss ich sagen. Steigen die jetzt mit ein? Ja, ich glaube schon. Ich müsste mal noch rauskriegen, welches Gebiet angegriffen wird. Da, okay. Diese Suche nach Gegnern ist halt einfach so nervig. Es war wahrscheinlich einfach kein kluger Plan, halt die ganzen Gebiete hier erobern zu wollen, ohne dass man überhaupt weiß, ob das irgendetwas bringt. Und ich gehe, wie gesagt, nicht davon aus, dass es was bringt. Ach Mann. So, wo muss ich denn hier hin? In die Mitte irgendwie. Ja, wie komme ich zu der Mitte? Ach, das ist der Park. Ich hab's ihnen gezeigt, nice. Munition einsammeln. Herz einsammeln. Gibt's irgendwo auch noch eine Weste? Das wäre natürlich extrem nice. Das sieht im Moment nicht danach aus. Schade. Oh Mann. Ich habe aber absolut keine Lust, jetzt zum Waffenladen zurückzufahren. Ist hier einer halbwegs in der Nähe? Da. Oh mein Gott. Nee, warte mal. Stimmt das so? War ich hier jetzt wirklich richtig? Nee, eben nicht. Eben nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist er ja schon. Das heißt, einmal hier rum. Und einmal hier rum. Und einmal hier rum. Okay. Da. Wir brauchen das hier. Right. Und wir brauchen vielleicht auch mal noch das hier. Jawohl, eigentlich haben wir da ordentlich Munition. Egal. Wie sieht das denn eigentlich mit einem Scharfschützengewehr aus? Kriegen wir das hier gar nicht? Präzisionsgewehr. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber ich kauf's mal. So, danke. Ja, das sowieso. Mmh,
Da sehe ich ein Gebiet. Dann fahren wir doch mal da hoch. So, umlaufen ist meistens erfolgversprechender. Oh, da steht ein Motorrad, das ist natürlich auch nice. Könnten wir auch einfach mal nehmen. Das dürfte zum Erkunden nicht verkehrt sein. It's distracting us from our primal urge to paint your face with war paint. Whip yourself. Ah, hier sind doch jede Menge. Da ist der Bandenkrieg doch vorprogrammiert. Mist. So, okay. Was? Hey, man kann nicht nachladen. Was ist das denn? Da hätte ich jetzt aber drauf geschworen, dass das geht. Boah, und das sind viele. Eieiei, das sind sehr viele. Und sie laufen weg. What you think next, fool? Erste Welle überstanden, nice. Was ist mit der zweiten? Die zweite kommt. What you say? Übel, zweite Welle überstanden. So, Herz brauchen wir eigentlich noch nicht. Da kommt die nächste. Yes. Das war doch nice. Das war doch ziemlich nice. So. So. Geil, wie die sich ducken. Also haben die das schon immer gemacht? Kann mich irgendwie nicht dran erinnern. Und mehr davon? Da. You wanna get smoked, baby?
lieber mal wieder. Oh, 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 oh. Da hinten sind noch welche. Wie kann das denn sein? Das wirkt aber wieder schwer verbuggt. Und das sind... Ach so, doch. Sind gar nicht so viele. Das sah irgendwie erst aus, als wären es extrem viele. Nice. Nice, nice, nice. Ja, die Weste ist leider weg. Das war auch eher schlecht. Ich möchte mich eigentlich mit dem Polizisten gar nicht anlegen. So, wir könnten mal schauen, ob hier auch noch was geht. Das wäre doch wundervoll. Das sieht schon mal nach einer Borles-Karre aus. Ah, der Polizist, ey. Okay, den Bandenkrieg haben wir. Aber leider auch einen Polizeikrieg. What was you saying? Eine Weste wäre eigentlich nice. Irgendwie nicht das Gefühl, dadurch irgendwen getroffen zu haben. Oh, was ist denn mit einer Weste? Da muss doch auch irgendwo eine sein. Fuck. Fuck, 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 fuck. Okay. Oh.
Die sind alle da irgendwo vor mir. Ist hier nicht irgendwo eine Weste noch? Sieht nicht danach aus. Nee. Schade. Sehr, sehr schade. Okay, können wir nichts machen. So, und hier ist noch ein Gebietchen. Vielleicht stehen wir wieder plötzlich vor einer Gruppe. Da ist eine Gruppe. Oh mein Gott. Yeah, you think CJ, huh? So langsam wäre eine kugelsichere Weste echt ganz nett. Aber es ist keine in Sicht. Ja, begib dich zurück in die Kampfzone. Die Typen sind ja weggelaufen. Ich ja auch nichts für. Oh mein Gott. Super. Und wieder ist da einer noch abseits. Oh Mann. Zwei. Yes. Das läuft. Abgesehen davon, dass uns die Weste fehlt, läuft das echt gut. Blick auf die Karte.
Da ist noch ein Gebiet. Und hier drüben halt ganz viel. Ist das hier? Ja, das hier unten. Oh, das ist unangenehmerweise auch noch Borles Gebiet. Oh, und noch mehr Vargos Gebiet. Wo? Es ist schon eine Menge. Eine Menge zu tun. Ich glaube, ich würde mir das hier jetzt noch angucken. Ah, hier ist eine Weste. Nett. Entschuldigung, Freunde und Weggefährten. I see some idiots in my time, but you special. Sprühdose haben wir mit Sicherheit nicht, ne. Ach, die hätte ich doch einfach am Anfang mal noch einpacken können. Habe ich aber nicht. Habe ich aber nicht getan. Look doch selbst, where you're going. Versuche euer Viertel hier zu befreien. Oh, einer noch. Ein einziger noch. Dann hätten wir den Bandenkrieg. Oh. Toll, 2 Sterne. Jetzt taucht natürlich keiner von den Typen mehr auf. Einen einzigen hätten wir noch gebraucht. Aber an dem scheitert's. Ob es hier irgendwo einen Stern gibt? Das wäre echt nice. Aber ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Fürchterlich, einfach ätzend. Ich will mich überhaupt nicht mit denen anlegen. Aber die legen es einfach drauf an. Oh Gott. Escape-Taste funktioniert auch nicht mehr. Was ist hier schon wieder los? Unser Viertel wird angegriffen. Okay. Also, das ist keine Pain Spray, ja? Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Ganz ehrlich. Okay. Wir fahren zur Kampfzone. You hit me, you fool!
Wall Street families. Wo sind jetzt die Ballers? So, ich hab's ihnen gezeigt, aber leider sind immer noch die Polente, ist immer noch die Polente hinter mir her. Unfeindliche Autofahrer. So, ich denke, wir machen das jetzt einfach mal so, dass wir hier hochfahren. Soweit es möglich ist. Und es ist nicht gut möglich. So, jetzt. Das ist gar nicht unsere Bude, aber die können wir kaufen. Aussteigen, Nico. Oh Gott. Aussteigen, CJ. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So weit ist es schon gekommen. So. Und zack. 120.000. Lächerlich. Gut, insgesamt erfolgreich, wenn auch jetzt der Abschluss ein bisschen bescheiden war. Ich danke aber trotzdem erstmal fürs Zuschauen, sage bis bald in Los Santos, macht es gut und ciao.